Unsere Aufgabe ist heute zuzuhören. Wir hören der Wissenschaft zu, wir hören der Praxis zu und wir hören Ihnen zu und versuchen daraus dann eine gute Politik für Hessen zu entwickeln. Unser gemeinsames Ziel muss sein, viel mehr junge Menschen für den Reiz von pädagogischen Berufen einfach zu motivieren. Wenn die auch sich wohlfühlen können am Arbeitsort und nicht auf Kindergartenstühlen sitzen müssen und der Geräuschpegel auch etwas minimiert ist, dann erzählen die auch woanders, wie toll der Arbeitgeber ist und wie toll der Träger ist. Und dann brauche ich mich gar nicht mehr darum zu sorgen, dass ich auch Mitarbeiter gewinne. Das passiert dann von selbst. Da sind wirklich gut ausgebildete Leitungen, die das Ganze gemeinsam mit dem Team angreifen. Wichtig, da sind Träger wichtig, die die Einrichtungen dabei bei diesem Prozess sinnvoll unterstützen und natürlich auch Fachkräfte, die sich da einbringen. Was heute passiert ist, wird Folgen haben. Hoffentlich positive für die Kinder in unserem Land und für die Bildungsqualität. Und es ist auch versprochen, dass es weitergeht. Da danke ich nochmal ausdrücklich hier den Referenten. Vielen Dank. Nochmal einen Applaus an Sie, das war wirklich toll. Applaus